Fehler, die man in ARK auf jeden Fall vermeiden sollte, von euch aus der Community von mir vorgetragen und kommentiert. Eckstein schreibt, dass man aufpassen sollte, wenn man eine Flakrüstung hat und eine Pumpgun, dass man nicht unbesiegbar ist. Das mag vielleicht hier noch gegen so einen einfachen Para funktionieren, dass wir den richtig aus dem Leben schießen. Bei so einem Trike vielleicht auch noch alles ein bisschen low level. Beim Stego wird schon ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Aber auch den bekommen wir kaputt. Wenn wir das Ganze jetzt so gegen Brontos, Rexes, Binos oder auch Alphas probieren, dann könnte es schon eng werden mit der Flakrüstung und auch mit dem Schaden, den wir auspacken. Weil vor allem die Standard... Das hilft nicht bei meinem Punkt, Digga, wenn du umkippst. Level 4. Was ich sagen will, gerade am Anfang, wenn man keinen Blueprint oder keine verbesserte Pumpgun oder Rüstung hat, sind die tatsächlich gar nicht so krass. Klar, gegen diese Low-Level-Dinos ist das jetzt hier ein Klacks, die fertig zu machen. Aber man sollte trotzdem wissen, wo eben auch die Grenzen und Möglichkeiten von solchen Items liegen. Der Mops schreibt, man sollte niemals ein Rudel Trudens bei Nacht unterschätzen. Für die, die sie jetzt noch nicht kennen, wir gehen mal so langsam auf die zu, 60 Meter vor uns. Und da haben wir sie jetzt auch schon vor uns. Die sind jetzt noch relativ entspannt. Wenn es jetzt aber Nacht wird, leuchten die Augen so gelb. Und das sind genau die, die euch dann immer komplett aus dem Leben knocken. Und das Ding ist, wenn man jetzt auf die Idee kommt, wie ich, die Viecher zu zähmen, weil sie einen vorher platt gemacht haben und im Sinne von, naja, wenn ich sie nicht besiege, zähme ich sie wenigstens, dann wird das doch relativ problematisch, weil das Ganze ist eine Opferzähmung. Das heißt, ihr müsst gezähmte Tiere als Tribut anbieten, damit ihr sie zähmen könnt. Dein größter Fan schreibt, man sollte niemals einen Teri unterschätzen und den haben wir vor uns. Also er kann ultra viel Schaden machen, zerstört eure Base einfach. Gut, also wenn sie aus Stroh und Holz ist, Stein sollte noch in Ordnung sein. Aber man sollte auch die Zähmung von den Teren nicht unterschätzen, weil die brauchen unglaublich viel Narkosemittel und die ziehen das auch richtig, richtig schnell durch. Das heißt, man muss auf jeden Fall daneben beistehen. Der macht, wie gesagt, eben auch sehr viel Schaden. Wir gucken uns das Ganze mal an. Mit der Pumpgun kommen wir auch durch Level 24, kein Problem. So langsam, aber sicher werde ich Fan von der Pumpgun. Die macht ja doch ordentlich Damage. Joel schreibt, man sollte auch ein Stego niemals unterschätzen, auch wenn wir jetzt gerade ordentlich einen weggeschossen haben. Welches Level haben wir hier? Level 20. Sollte auch kein Problem sein. Aber auch mit dem richtigen Level können die eben sehr viel Schaden machen und dann eben doch schon zu einer richtigen Gefahr für uns werden. Wir haben es jetzt hier gerade gesehen beim Rex, der hat auch geblutet. Das heißt, Stegos können eben dafür sorgen, dass man anfängt zu bluten und dadurch kriegt man eben nochmal sehr viel mehr Schaden. Das ist eben das Problem. Deswegen Stegos niemals unterschätzen. Halo schreibt, dass es ein großer Fehler ist zu denken, dass man Alphas zähmen kann. Das geht tatsächlich nicht. Maximal auf dem PC mit Mods. Das heißt, da könnt ihr so lange einsperren und draufschießen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie am Ende eben nicht zähmen. Die sind gut, wenn ihr sie platt macht für Blueprints, für verbesserte Items, für Level vor allem auch. A Girly Twitch schreibt, es ist ein Fehler aus Versehen J zu drücken, weil standardmäßig ist J damit belegt, dass alle Dinos zu einem kommen. Das heißt, wenn ihr in der Bay steht und ihr habt richtig viele Dinos da und drückt aus Versehen einmal auf J, dann werden euch alle folgen, alle verschwinden von ihren Plätzen. Die ganze Sortierung in der Base ist dahin. Deshalb ist der Tipp, diese Taste auf jeden Fall anders zu belegen. Dann kommt ihr nämlich auch erst gar nicht drauf, beziehungsweise löst diesen Befehl auch erst gar nicht aus. Leo Reo schreibt, es ist ein großer Fehler, mit dem Floß aufs offene Meer hinauszufahren. Denn viele Spieler werden da schon von gehört haben, aber es kann passieren, wenn ihr mit dem Floß unterwegs seid, dass dieser riesige Wal ankommt und euch komplett das Floß auseinander nimmt. Das heißt, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ich fahre dann immer relativ nah am Strand, weil eigentlich hält er sich da nicht auch wenn das bei mir jetzt in dieser Spielwelt anders war und er einfach oben festhing. Da solltet ihr also aufpassen, vor allem wenn ihr dann auch irgendwelche Sachen drauf gebaut habt, wo ihr nicht wollt, dass sie kaputt gehen, beziehungsweise ihr sie einfach auch nicht verlieren wollt oder könnt. Sympathischer Keck schreibt, niemals während des Fliegens speichern, und das finde ich krass, weil das dann echt sehr, sehr viele Leute geschrieben, weil offenbar ist das ein Ding, dass man in der Luft speichert oder ausloggt und dann passiert folgendes. Beim nächsten Login fallt ihr einfach aus der Luft runter, euer Flugdino ist halt noch in der Luft und mitunter kriegt ihr den gar nicht wieder und ihr seid einfach tot. Also auf jeden Fall aufpassen, wo ihr euch ausloggt. Das gilt auch für Höhlen und besonders für die Tech Cave, weil dann ist auch alles weg. Und apropos Höhlen, El Nox sagt, man sollte niemals Tausendfüßer unterschätzen. Die können einen nämlich richtig gut auseinandernehmen und auch mal so ganz schnell eine Rüstung kaputt machen, sodass dann ein Höhlen Aufenthalt deutlich unangenehmer wird, als er eigentlich sein müsste. Und laut Noob ist der größte Fehler, immer noch kein PvP zu spielen. Und ob das stimmt, das müsst ihr mir mal in den Kommentaren sagen. Und wenn du wissen willst, welche Fehler du beim Skillen vermeiden solltest, dann kann ich dir jetzt das Video hier auf dem Bildschirm empfehlen.